Allerdings haben wir die Serie erst zu 48,9% abgeschlossen. Bis hierher, okay. Nun, da der Pharao die Welt rettete, gab es eine letzte Sache, was er zu tun hatte. Fortfahren zu dem Leben nach dem Tod. Geführt von Marik, Ichizo und Odion ging das Team zu einem heiligen, unterirdischen Tempel, der das Tor zum Leben nach dem Tod hielt. Um die Tür zu öffnen, musste der Pharao die ägyptische Götterkarte und die sieben Millennium-Gegenstände versiegeln und ein letztes Duell haben. Ein Ritualduell gegen Yugi. Das Duell würde feststellen, ob Yugi nun auf seinen eigenen Füßen als sein eigener Herr stehen könnte und des Pharaos Hilfe nicht mehr benötigte. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich für den Sieg meines Gegners hoffe. Aber damit dieses Duell wirklich unsere Bereitschaft zu trennen testet, muss ich mit all meiner Kraft kämpfen. Pharao, jetzt wo du das Millenniums-Puzzle verlassen hast, kann ich deine Gedanken nicht mehr hören. Aber irgendwie weiß ich immer noch, was du denkst und ich fühle auf gleiche Weise. Wenn du mir etwas beigebracht hast, ist es dein Herz und dein Deck zu setzen. Dein Herz in dein Deck zu setzen und mit allem, was du hast, zu duellieren. Das ist genau das, was ich jetzt tue. Geschichte Deck. Okay, es ist das letzte Duell in dieser aktuellen Story. Ich denke mal, mit DLCs werden wir denn noch den Rest freischalten können, sofern DLCs kommen. Aber für den Moment ist es das letzte Duell in der klassischen Story von Yu-Gi-Oh! Und das bedeutet, bei der nächsten Aufnahme kümmern wir uns um die GX-Story. Vorher jedoch müssen wir hier noch ein paar Duelle tätigen. So, das ist, was? Ja. Belassen wir es dabei. Das ist der Trickreiche. Der Trickreiche ist eine doofe Karte, die mir nicht gefällt. Hier ist Valkyrion und das ist, was macht der? Kann der was? Kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Du kannst die Hälfte deiner Life Points zahlen. Zerstöre alle anderen Karten auf dem Spielfeld. Und falls du dies tust, verbanne sie. Diese Karte hält 300 ATK für jede Karte, die auf diese Weise zerstört wurde. Während der Endphase des Spielzugs, in dem diese Karte beschworen wurde, lege sie auf den Friedhof. Nö, ich würde jetzt erstmal diese Karte hier setzen. Und dann würde ich auch mit Elegante Wohltäterin noch einen Moment warten. Auch wenn ich glaube, Valkyrien werde ich nicht gebrauchen können. So, der Trickreiche greift den Marshmallow an. Damit verliert der gute Yami Yugi schon mal 1000 Lebenspunkte. Okay, jedes Mal, wenn... Moment, das gucken wir uns richtig an. Jedes Mal, wenn dein Gegner Karten zieht, lege eine Zauberzähmarke maximal 5 auf diese Karte. Diese Karte erhält 500 ATK für jede Zauberzähmarke auf dieser Karte. Während der Standby-Phase deines nächsten Spielzugs, nachdem die fünfte Zauber-T-Marke auf diese Karte gelegt wird, du kannst diese auf eine Karte mit 5 Zauber-T-Marken darauf auf dem Friedhof legen, beschwöre einen schweigsamen Magier Level 8 als Spezialbeschwörung von deiner Hand und deinem Deck. Guti, dann werde ich jetzt Folgendes tun. Diese Karte hier wird aktiviert. Dann ziehen wir nämlich 3 Karten. Wow. Okay. Okay, das ist natürlich jetzt hier gerade, dann würde ich mal kurz Folgendes tun. Die beiden würde ich abschmeißen. Dann würde ich einfach den hier beschwören. Moment. Den hier würde ich dann beschwören. Und dann würde ich nämlich mit aufgestiegen Folgendes erreichen. Nämlich, dass diese Karte im Angriffsmodus gespielt werden kann. Wow, cool. Dann gucken wir uns mal kurz die Kartendetails an. 3500 ATK ist natürlich episch. Dann legen wir den Trickreichen auf jeden Fall in seine Einzelteile. Und das wiederum bedeutet, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt. Lichtschwerter. Mhm. War wohl der einzige Ausweg, den er gesehen hat. Drachenfluch. Okay, wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden Seelennest aktivieren und diese beiden Karten zurück aufs Spielfeld holen. Diese Karte geht in den Verteidigungsmodus und diese Karte geht in den Verteidigungsmodus. Ebenso, genau. Ja, 2000 Punkte, bla bla bla. Und dafür wird jetzt hier wieder ein Opfer erbracht und zwar wird diese Karte gehen und dafür kommt Drachenfluch im Angriffsmodus. Sehr gut, okay. Okay, angreifen können wir nicht. Erst in 2 Zügen wieder. Das ist aber kein Problem bis hierher.
denke ich. Jetzt hat er noch eine verdeckte Karte. Jetzt können wir gleich noch Better spielen. Was ist das denn schon wieder? Schweigsamer Schwertkämpfer Level 7. Kannst beschworen werden, muss durch schweigsamer Schwertkämpfer Level 5 als Spezialbeschwörung beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Okay, und das ist der schweigsame Magier? Ja, genau. Endphase. Wir können immer noch nicht angreifen. Aber auch das hat keine Wichtigkeit. Endphase, okay. Hier ist noch ein schweigsamer Magier, verdammt. Wie viel hat er denn davon? Da. Battleface? Geht das? Was? Er kann angreifen tatsächlich. Oh, das ist krass. Wo merke ich das jetzt erst? Scheiße. Okay, das ist gut. Gut zu wissen auf jeden Fall, dass diese Karte wohl von sämtlichen Zauberkarten-Effekten befreit bleibt. Ich bin nämlich leider zu faul, den Effekt mir momentan durchzulesen. Alles klar. Nee, das würde ich jetzt ungern wollen. Stattdessen würde ich Alpha noch in die Angriffsposition bewegen. Und dann würde ich hier mit Drachenfluch nämlich den Angriff starten. Dann kommt ein direkter Angriff von Schweigsamer Schwertkämpfer. Ein direkter Angriff von Beta, dem Magnetkrieger. Und dann beenden wir dieses Duell mit einem direkten Angriff von Alpha. Und wir haben eindrucksvoll unseren alten Freund, den Pharao, besiegt. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Yogi, du hast einen großen Sieg für uns beide erreicht. Ich war so sehr fokussiert, das Spiel zu spielen, dass ich vergaß, dass wenn ich dieses Duell gewinne, was es tatsächlich bedeutet. Durch den Sieg sende ich dich für immer weg. Nein, du hast die Tür für mich geöffnet. Danke dir. Kann meine Seele endlich wieder in Ruhe. Danke dir kann meine Seele endlich wieder in Ruhe sein. Ich gehe zurück, wo ich hingehöre. Das Schicksal brachte uns beide zusammen für einen Grund. Und wir haben unser Schicksal erfüllt. Wir haben die Menschheit vor der Rückkehr der Schattenspiele geschützt und wir sind beide enorm auf dem Weg gewachsen. Ich werde dich vermissen. Du weißt, dass wir nie wirklich auseinander sein werden, oder? Die Gabe der Freundlichkeit, die du mir gegeben hast und den Mut, den ich dir gab, wird in uns bleiben und das wird uns für immer zusammenbinden. Richtig. Nun, da das Ritualduell abgeschlossen ist, wird das Auge von Utjat dir die Tür in die Geisterwelt bewacht, erwachen. Und der Geist des großen Pharao, der im Millennium-Puzzle für 5000 Jahre gefangen war, ist jetzt frei. Die Zeit ist gekommen, sage dem Auge von Utjat deinen Namen. Ich bin der Sohn von König Akhmakanon. Mein Name ist Pharao Atem. Der König der Spiele ist freigeschalten. Jawohl, das Ritualduell können wir jetzt umgekehrt spielen, dann haben wir ein neues Deck, die Wiedergeburtkarte, die geflügelte Chimäre und, ihr wisst, was ich meine, und den dunklen Magier als Karte, sowie Duellpunkte. Damit können wir weitergehen und wir haben jedes Duell hier gespielt. Damit, das bedeutet für uns, es würde in der nächsten Runde bei Yu-Gi-Oh! GX weitergehen auf der Duellakademie. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders irgendwie. Wir können ja mal kurz gucken, was uns da als erstes erwartet. Der nächste König der Spiele. Jaden gegen Dr. William Crowler. Ich will mal kurz mich spoilern. Das letzte ist der legendäre Duellant, wo Jaden offensichtlich auf Yugi trifft. Okay, genug gespoilert. Ich bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt, dass ihr euch für dieses Let's Play entschieden habt und dass ihr hoffentlich genauso bei der Story mitgefiebert habt bis jetzt wie ich. Dieses Projekt macht immer noch so unglaublich viel Spaß und ich freue mich wirklich darauf, wenn wir in die zweite Runde gehen und die zweite Staffel spielen, beziehungsweise quasi den zweiten Anime zu Yu-Gi-Oh!, also Yu-Gi-Oh! GX, wo es dann auf die Duellakademie geht. Und wir Abenteuer mit Jaden und seinen Freunden erleben werden. Ich hoffe, ihr habt euch bis jetzt sehr gut amüsiert, auch wenn ich mal meine kleinen Ausraster hatte. Und werdet es mir nicht übel nehmen, wenn ich
Ja, ab und zu mal vielleicht ein bisschen extrem fehle. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für eure Aufmerksamkeit, dass ich euch beehren durfte und für euer Zusehen. Und ich wünsche euch wie immer einen angenehmen Tag. Und dann hoffe ich, dass wir uns alsbald wiedersehen und